Hallo lieber Kaderclub-Freunde, ihr habt es euch gewünscht, einen Numbers-Kurs zu dem kostenlosen Programm von Apple und dem wollen wir hier jetzt gerecht werden. Ich starte diesen Kurs mit euch nun und wir machen das wieder in kleinen Kapiteln, dass wir nicht zu viel in einem Video haben, sodass ihr das alles auch schön nachvollziehen könnt. Ja, was ist Numbers? Numbers ist eine Tabellenkalkulation, also das sagt das Wort schon, man kann in Tabellen dort rechnen und ist das Pendant zu Microsoft Excel, das kennen ja viele von euch schon. Numbers funktioniert an manchen Stellen ein bisschen anders, deswegen schauen wir uns das an, aber grundsätzlich wollen wir mal erklären, was eben so eine Tabellenkalkulation ist und was sie kann. Schaut mal, wenn ihr zum ersten Mal Numbers öffnet, bekommt ihr die Möglichkeit, hier aus Vorlagen was auszuwählen. Und da gibt es jede Menge, die sehen auch toll aus. Aber damit wir Numbers eben verstehen, starten wir mit dieser leeren, einfachen Tabelle und drücken hier einfach auf Erstellen. Dann bekommt ihr hier diese Tabelle zu sehen. Ich drücke hier mal auf den Fullscreen-Modus, damit wir uns hier auf konzentrieren können. Und wir sehen hier unsere erste Tabelle. Schaut mal, wenn ich hier oben an diesem Pünktchen mit dem Kreis hier die Maus bewege, dann kann ich diese Tabelle hier frei auf diesem Papier oder Hintergrund bewegen. Aber tatsächlich ist das hier, stellt es euch vor, wie unser A4-Papier. Und da ist jetzt so eine Tabelle drauf. So, und diese Tabelle, die hat eine Besonderheit, die hat nämlich hier oben ja Spalten A, B, C, D, E, F, G und hier hat sie Zeilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und tatsächlich über dieses Muster lassen sich die Tabellenzellen, und das sind die, die ich hier gerade anklicke, adressieren. Ähnlich wie bei so einem Schachspiel können wir nun sagen, B4 ist diese Zelle hier oder D3 ist diese Zelle oder C2 ist diese Zelle. Ihr seht, dadurch, dass wir immer den Spaltennamen nennen und eben hier die Zeile, kommen wir an die entsprechende Stelle und können das damit adressieren. Die Tabelle hat noch eine Besonderheit. Die hat nämlich hier oben so eine graue Zeile und die hat hier eine Spalte. In der A-Spalte ist die auch so etwas grau und das sind die Tabellentitel und eben hier in den Spalten die Einteilung. Da kann man Dinge reinschreiben, Überschriften beispielsweise. Stellt euch vor, wir wollen ein Haushaltsbuch führen und wir wollen unsere Ausgaben im Monat festhalten. Dann könnten wir hier zum Beispiel in der Spalte die Autoausgaben festhalten, hier die Gartenausgaben und hier die Lebensmittelausgaben. Und vielleicht nehmen wir noch das Haus mit rein. Das alles können wir hier jetzt quasi in diese Spalten reinschreiben, untereinander. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen aufteilen. Wir können zum Beispiel sagen, das soll der Januar sein und das ist der Februar. Und damit wir das jetzt nicht ewig weiterschreiben müssen für alle Monate, denkt Numbers an vielen Stellen mit oder bietet zumindest kluge Algorithmen, die so aussehen, als ob es mitdenken würde. Schaut mal, wenn ich in dieser Zelle mit der Maus hier drüber fahre, dann kommt hier so ein gelbes Pünktchen unterhalb der Zelle und an diesem Pünktchen kann ich ziehen, da kann ich die Maus nach unten ziehen. Und wenn ich das mache, dann erscheinen hier wie von Zauberhand die weiteren Monate bis Dezember. Damit spare ich mir schon mal viel Tipparbeit. Weil Numbers einfach weiß, dass wir in der Spalte wahrscheinlich alle Monate aufführen wollen. Ja, und das hat es dann auch quasi kapiert und gemacht. Ruckzuck ist also sowas erstellt. Okay, jetzt wollen wir natürlich festhalten, für welchen Januar sind die Ausgaben denn? Ist das das Jahr 2021 oder Jahr 2022? Nein, das soll rückwirkend das Jahr 2021 sein. Und deswegen geben wir der Tabelle hier oben mal einen Namen, damit wir das wissen. Da können wir einfach reinklicken, das mit der Maus markieren und jetzt reinschreiben Ausgaben 2021. Damit ist das klar, dass sich die Monate alle auf 21 beziehen. Das wäre natürlich auch möglich, dass wir hier von einem ganzen Jahrzehnt die Ausgaben angeben und die Tabelle entsprechend hier anders aufbauen, nämlich noch mit dem Jahresdatum und dann eben auch länger machen. Aber wir wollen uns jetzt erstmal dabei belassen. Okay, einige der Zeilen und Spalten benötigen wir jetzt gar nicht. Das heißt, die Tabelle ist viel zu groß und die könnten wir jetzt kleiner machen. Das können wir hier machen. An diesem Anfasser können wir mit der Maus die Tabelle einfach verkleinern. Beim nach links ziehen werden diese Spalten verringert. Allerdings nur die, in denen nichts steht. Ihr könnt also nicht die entfernen. Das funktioniert nicht, aber zumindest könnt ihr sie da wegnehmen. Und ihr könnt sie auch ergänzen. Falls ihr noch mehr bräuchtet, könnt ihr die Maus nach rechts ziehen und dann kommen entsprechend auch Spalten dazu. Das gleiche geht mit dem Pünktchen hier unten. Damit können wir die Zeilen verändern. Seht ihr? Damit haben wir das super gut geschafft. Das sind also diese kleinen netten Anfasser, die wir hier oben an diesen Tabellen noch haben. Hier gibt es noch einen Anfasser, den können wir auch mal anfassen. Und damit erreichen wir das gleiche. Damit können wir allerdings eben Spalten und Zeilen gleichzeitig hinzufügen oder eben auch wegnehmen. Also über diesen Schalter haben wir quasi Zugriff auf die Funktion gleichzeitig. Ja, super. Das ist nicht schlecht. Jetzt können wir diese Zellen hier auch
noch formatieren. Schaut mal, wenn wir hier reinklicken, dann bietet sich hier rechts ein Menü an. Falls ihr das nicht seht, dann müsst ihr hier auf Format klicken, denn mit dieser Schaltfläche kann man das ein- und ausblenden. Und auch hier ist Numbers so klug, dass es immer nur die Dinge anbietet, die sich gerade für das angeklickte Objekt auch ergeben. Also in diesem Falle wollen wir hier scheinbar irgendwas mit dieser Zeile oder mit dieser Zelle, das ist nämlich die Zelle, die wir gerade angewählt haben, machen. Zunächst einmal könnten wir die Tabellenfarbe hier verändern oder einen Tabellenstil auswählen. Das machen wir aber noch nicht. Wir klicken mal hier auf Zelle. Da können wir der Zelle nämlich zum Beispiel diese Farbe geben. Und ihr seht, da könnten wir jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, die Autoausgaben, da machen wir mal oben hier ein Grün hin. Dann klicken wir hier auf Garten und dort machen wir auch eine andere Farbe. Das wird gelb, die Lebensmittel werden so rot und das Haus wird hier zum Schluss in so einem Pink dargestellt. Damit haben wir hier schon mal so eine etwas buntere Einteilung der Spalten. Das ist aber nur eine rein optische Sache. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe hier in das leere Blatt geklickt. Sobald ich das mache, ist die Tabelle deselektiert und diese komischen Adresszeilen, die wir eben gesehen haben, ABCDE 1, 2, 3, 4, 5, sind nicht mehr da. Erst wenn ich die Tabelle wieder anklicke, wird die Tabelle aktiv und dann kann ich darauf wieder arbeiten und auch das Format erscheint. Diese Darstellung hier, die ist aber jetzt nur für die erste Zeile angewählt. Also damit haben wir ja hier die Zelle angewählt und für diese Zelle eine Formatierung geändert. Wir könnten aber auch sagen, alle Zahlen, die wir jetzt hier gleich noch reinschreiben werden, in dieser Spalte sollen grün sein. Dazu müssen wir aber die Spalte anklicken. Das können wir hier oben machen. Wenn wir hier draufklicken, seht ihr, ist die gesamte Spalte nun formatiert. Und auch hier können wir jetzt hingehen und den Fülltyp ändern. Im Moment steht hier mehrere Fülltypen. Das ist ja auch richtig, denn wir haben einmal den Fülltyp grün hier und weiß für die anderen Zellen. Wir können aber hier oben hingehen auf diese Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und sagen, pass mal auf, alle Zellen in der Spalte sollen jetzt einfach grün sein. Seht ihr? Damit hat das funktioniert. Alles ist grün geworden. Das gleiche könnten wir hier machen. Hier gehen wir hin und sagen, das soll gelb werden, das soll rot werden. Und zum Schluss soll die letzte Spalte dann komplett lila werden. Indem wir also die Spalten hier oben anklicken, verändern wir alle Zellen, die in dieser Spalte enthalten sind. Das gleiche geht auch mit Zeilen. Wir könnten auch die Zeile anklicken und dann wäre alles verändert, was in den Zeilen steht. Soweit, so gut. Ich würde sagen, für den ersten Teil belassen wir das jetzt mal hierbei und schauen uns im nächsten Teil weitere Dinge zu Numbers an.